Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Wir sind hier immer noch im Haus der komischen Leute, die von Apollon erstellt wurden. Ich habe mir deinen Namen gemerkt. Und Karl-Heinz schläft wieder. Mit Manuel versteht sie sich ja nicht ganz so blendend, wie man in der letzten Folge gesehen hat. Aber das ist nicht schlimm, weil sie wird jetzt hier noch was kochen. Und zwar einen leichten Gartensalat. Als Einzelportion, die anderen brauchen ja nichts. Hauptsache sie ist wichtig. Und das reicht auch erstmal mit Schlafen. Du hast Hunger, vergiss das nicht. Irgendwann musst du zwar auch wieder nach Hause, aber das ist noch nicht jetzt. Hast du dich gerade ernsthaft geschnitten? Wie blöd bist du? Du kannst nicht meinen Salat zubereiten. Selbst dazu bist du zu schlecht. Was kannst du überhaupt? Du sollst ein Genie sein. Aufräumen, wie wär's mit Essen? Warum kannst du es nicht essen? Schmeckt das so schlecht? Komm, jetzt mach den Gartensalat. Perfekt, das war alles rübergeschüttet. War aber sonst war es ganz in Ordnung, ne? Was ist das bitte für ein kleiner Fernseher? Jemanden umarmen. Können wir dich schon umarmen, mein lieber Karl-Heinz? Wir können ja mal mit ihm ein bisschen flirten oder erstmal Kompliment über sein vorzügliches Aussehen machen. Ich meine, er ist einfach ein Traum. Dieser Bart. Und dieser Bierbauch. Apollon, ganz ehrlich, was hast du dir dabei gedacht, als du ihn erstellt hast? Musstest du selbst lachen oder hast du angefangen zu kotzen? Wir können uns natürlich auch an Dieter Kohlen ein bisschen ranmachen. Von Herzen kommendes Kompliment können wir ihm bereiten. Wie wär's, wenn du deinen Salat mal isst, anstatt nur mit ihm rumzugehen? Natürlich kannst du auch eine Leine anlegen, mit ihm spazieren gehen, wäre auch in Ordnung. Aber sonst ist es vielleicht nicht ganz so praktisch. Über Nachbarn tratschen. Alles gut. Können Sie erstmal ein bisschen unterhalten? Mal sehen, vielleicht klappt's ja mit denen. Karl-Heinz ist unwohl. Warum das denn? Dieter ist energiegeladen. Ein bisschen freundlich. Kompliment über Haus machen. Nach Tag fragen. Und wir müssen bald zur Arbeit, aber das ist ja scheißegal. Brillante Idee mitteilen. Das müssen wir noch machen. Ich meine, Dieter Bohn hat ein Gespür dafür, dass man Geld scheffeln kann. Ja, wir müssen gleich zur Arbeit. Alles gut. Das schaffen wir. Nachdem sie nochmal auf Toilette war. Das machst du nicht, aber dafür gehst du mal die Toilette verwenden. Komm. Ah nein, nicht die Toilette wegmachen. Die Toilette darfst du verwenden. Ich wollte den Fernseher wegmachen. Ah, tut mir so leid. Denn dann geht es ihr rundum gut und sie kann eigentlich zur Arbeit, oder nicht? Zur Arbeit gehen. Perfekt. Nachdem sie die Toilette zu Ende verwendet hat, so gut. Hände waschen nicht vergessen. Alles brav. Und weil, ach, kann ich jetzt noch machen. Arbeit früher verlassen, bei Promis einschmeicheln. Das klappt immer. Und Emma, die kann gleich auch noch irgendwas machen. Erstmal müssen wir nach Hause. Ist klar. Auch der schönste und netteste Nachbarschaftsabend geht irgendwann zu Ende. Ich werde in nächster Zeit wahrscheinlich auch die anderen Nachbarn mal besuchen, wenn wir sie nicht in irgendeiner Bar treffen. Man sieht ja, auch um 1 Uhr nachts sind diese Nachbarn bemüht, uns reinzulassen und uns Komfort zu bieten. Ha, ist das schön. Nein, sie sind einfach nur so wie ich und haben kein Leben mehr. Kein Tagesrhythmus. Mein Tagesrhythmus ist so im Eimer, wenn ich keine Schule habe. Aber jetzt habe ich ja wieder Schule, aber ich war trotzdem sagen, dass er im Eimer ist. Weil ich das sagen wollte. Was kannst du machen? Hä? Eben konntest du... Hier. Ruhig angehen lassen, Verbindungen knüpfen, Arbeit früher verlassen, bei Bossen einschmeicheln. Ja, das kannst du machen. Und sie... Hat ja bei Promis einschmeicheln, ist auch gut. Einfach ein bisschen Schleim, Leute. Schleim ist gut. Oh Gott, Problem mit Türsteher. Im Hinterzimmer des Clubs wird heute ein großer Deal verhandelt. Emma hat die Aufgabe, für eine Ablenkung zu sorgen, um die Bosse vor unerwünschter Aufmerksamkeit zu bewahren. Leider lässt der idiotische Türsteher sie nicht rein. Soll sie sich verkleiden, um sich doch noch hereinzumogeln oder lieber einen Straßenschlacht anzetteln? Eine Straßenschlacht, da sind sie eh alle weg. Oh Gott. Scarlett weiß, dass es keine gute Idee war, so spät mit ihrer Comedy-Show zu beginnen. Das Publikum wird unruhig und sie verliert schnell die Kontrolle. Sie kann entweder schreien, um Aufmerksamkeit zu erhalten, oder aufgeben und die Show abbrechen. Sie anschreien. So, Emma zündet einen Papierkorb an, löst einen Autoalarm aus und schleudert einen Backstein in ein Schaufenster. Entschuldigung. Einen Backstein...
Sie steht einfach auf die Klassiker. In kürzester Zeit beteiligen sich alle an der Schlacht draußen, während die Bosse im Hinterzimmer sehen, ruhig ihren Deal abschließen. Leistungsverbesserung klein. Okay, gut gemacht. Scarlett hat gerade eine wichtige Lektion für Live-Auftritte gelernt. Wenn man wütende Leute anschreit, werden sie noch wütender. Wo befinden sich nochmal in der Hinterausgang? Leistungsverschlechterung klein. Scheiße. Einmal schlechter, einmal besser. Egal. Ach was, wenn ich wütend bin und man mich anschreit, dann werde ich ganz ruhig und höre zu. Ich meine, das ist auch so. Das denken die Lehrer immer. Man redet nur ein bisschen, dann kommen die Lehrer so: "Ihr seid doch mal leise, ihr verfickten kleinen Kinder." Okay, das sagen sie zwar nicht so, aber ihr wisst ja, was ich genau meine. Ungefähr meine, denke ich mal. Und dann ist man auch nicht unbedingt ruhiger. Tut mir leid, bist du jetzt aus deinem Job geflogen? Nee, du warst eh schlecht, komm. Alles gut. Schlaf du ein bisschen. Und wann kommt meine liebe Emma wieder jetzt? Das hat sie. Sie muss jetzt nur befördert werden. Dann hat sie es auch. Was möchtest du? Du möchtest auch schlafen. Dann mach das mal. Ich meine, ihr wart ja arbeiten, war ein anstrengender Tag. Oder so. Oder eine Nacht. Oder. Keine Ahnung. Jedenfalls erlaube ich euch zu schlafen. Seelenruhig und vom Winde verweht. Ich habe das Buch nie gelesen. Ist das ein Film? Ich glaube, es ist ein Buch. Ich habe keine Ahnung. Ich hasse solche romantischen Scheiße. Ich hasse Titanic und Dirty Dancing nicht. Ich bin kein Mädchen in dem Sinne. Ich mag solche Quatsch nicht. Finde ich tausend bessere Sachen. Oh, sie stehen synchron auf. Das nenne ich mal Zwillingsschwestern. So, kannst du schon mal auf Toilette gehen und du hast Hunger? Dann am besten servierst du ein bisschen Frühstück und zwar Eier mit Toast. Das wirst du wohl noch hinkriegen, ohne die Küche in Brand zu stecken. Obwohl, wenn du die Küche in Brand steckst, dann hätte ich einen Titel für die Folge. Scarlet brennt alles an. Nein! So meinte ich das doch nicht! Das hat eine Spracherkennung. So meinte ich das nicht. Kannst du mal die Füße aus den Flammen nehmen und das Feuer ein bisschen löschen? Wäre richtig nice, wenn ihr mal das Feuer löschen könntet. Ja. Die Skyliner haben als Versicherungszahlung für die Objekte, die bei den kürzlich im Brand auf ihren Grundstück beschädigt wurden, 220 Simoleons erhalten. Können wir den noch? Nein, können wir nicht. Ersetzen. Ersetzen. Oh, fuck, ey. Ja, du bist einfach schlecht. Ich hasse dich. Dann mach halt einen Gartensalat. Boah, ich glaube, es hackt hier. Nochmal. Versuch ein Rührei, ohne es anbrennen zu lassen. Bitte. Ich flehe dich. Oder iss einfach. Ist okay. Wir lassen jetzt immer Emma kochen. Emma kann wenigstens irgendwas. Im Gegensatz zu Scarlett. Weil wir lassen beide ein Kochbuch lesen. Räum das mal auf, dann kannst du dich da auch hinsetzen. Ja, selbstsicher fühlt sie sich natürlich. Sie hat den Brand nicht ausgelöst. So, Charisma-Fähigkeit hat sie erreicht. Das ist auch schön. Und sie muss am besten gleich nochmal duschen gehen. Während irgendjemand mal die Toilette abspült, das ist ja widerlich. Oh Mann, was ist denn heute hier los? Kannst du bitte mal reparieren? Wie ein Champion pieseln. Was ist denn das? Wie pieselt ein Champion, Leute? Ich habe keine Ahnung, aber sie repariert jetzt auf jeden Fall erstmal die Toilette. Das ist auch soweit total in Ordnung, denke ich. Muss gemacht werden. Ist gut, dass sie es macht. Das ist so eklig. Sieht so ekelhaft aus. Und du hast immer noch nicht geduscht, ne? Geschirr spülen. Ja, okay, das ist auch wichtig. Trotzdem könntest du mal duschen. Das wäre sehr nett von dir. Ja! Nee, du hast es ja immer noch nicht geschafft. Ich dachte, du hast es jetzt geschafft. Wir können es natürlich auch ersetzen, aber ich möchte jetzt nicht alles ersetzen. Oh, wir ersetzen die Toilette. Fick dich. Und jetzt pinkel wie ein Champion. Wenn ich das wenigstens sehen kann. Ja, sie schaut dir zu, na und? Na und, die duscht! Die hat das Gesicht zur anderen Seite! Wem interessiert's da? Kannst du auch wie ein Champion pieseln? Das will ich gleich sehen, wenn sie mit Duschen fertig ist. Ich möchte sehen, wie ein Champion pieselt, damit sie es auch demnächst machen kann. Oh, ich bin ein Champion und ich pinkel. Wow, das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Das war jetzt. Wow, ich. Wow. Ja, wow. Kannst du noch ein bisschen duschen? Oh ja, sie geht doch schon. Oh, Telefon. Ja, ich gehe schon ran, ich gehe schon ran. Eingehender Anruf. Katharina Zelente möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, das kann sie gerne machen.
Und du musst noch was essen, ne? Nee, du brauchst Spaß. Musst du noch was essen? Ja, klar. Du lässt ja auch alles anbrennen. Dann isst jetzt halt Cerealien. So, ich habe das Wort gefunden. Was ist denn geht alles kaputt? Versuch's zu reparieren. Was ist denn da bitte los? Ja, dann ess nichts, dann reparier den Scheiß einfach nur. Och nee. Ja, ich wäre auch angespannt langsam. Schau dir den Scheiß mal an. Klappt es? Klappt es? Alles gut? Hast du es geschafft? Nein, wer heult denn da eigentlich? Nee. Der geht's noch gut? Heult der Fernseher oder was? Beschämt, warum das denn? Selbsterniedrigend Witz erzählen, was ist denn jetzt schon wieder los? Sims mögen es nicht, wenn jemand einfach so hereinpassiert. Wesen geht's ihr jetzt wieder gut? Sie ist immer noch angespannt und sie braucht jetzt. Okay, hör auf damit, du brauchst jetzt noch was zu essen, schnell. Bevor du wieder arbeiten musst, oder? Nee, du hast halt frei. Dann vergiss es, dann reparier weiter. Aber warum bist du jetzt schon wieder beschämt? Ich dreh durch. Leute, diese Sims, die regen mich auf. Mich regen meine eigenen Sims auf. Es ist einfach schrecklich mit ihnen. Ja, räum ja nicht. Aufräumen ist schlimm. Aufräumen mal keiner. Du musst schon gehen, ist okay. Schaffst du's? Du hast ja heute und morgen frei. Da können wir eigentlich mal wieder ausgehen, wir beide, ne? Wär doch mal was. Ach, scheiß drauf, wir ersetzen den scheiß Kühlschrank. Was ist das jetzt für ein ekelhafter Müll? Teile plündern. Ja, vielleicht finden wir noch was Gutes. Vielleicht können wir uns einen neuen Kühlschrank bauen. Hä? Hast du was gefunden? Ist da noch ein Hamburger drin? Nee. Zwei gewöhnliche Turnierteile. Den Rest kannst du noch wegwerfen. Hier sind voll die Brandspuren. Oh, es ist ekelhaft. Aufwischen. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen klar Schiff, okay? Es geht ja gar nicht, wie du hier das ganze Zimmer hinterlässt. Und die Kamera nervt mich schon wieder. Na, böse Kamera. Fein. Geht doch. Weglegen, auch die Bücher. Wenn wir schon mal alleine sind, dann kannst du ja auch ein bisschen den Haushalt machen. Findest du nicht? Das Buch legst du jetzt auch noch weg. Und dann kannst du mal ein bisschen Gitarre üben. Wie wär's damit? Oder, nee, am besten nimmst du die mit. Und dann gehen wir jetzt schön fett Party machen. Du brauchst eh Spaß. Also gehen wir irgendwo hin. Let's go to the party. It's Friday, Friday, Friday. Und ich singe scheiße, das Lied wirkt so scheiße gesungen. Wir können auch in den Park gehen. Vielleicht ist in dem Park irgendwas los. Bibliothek, Fitness, Nachtclub. Wir gehen mal zum Fitness, komm. Museum ist langweilig, aber wir gehen mal zum Fitness. Da sind bestimmt viele junge Leute zu finden. Viele fitte junge Leute. Und Skali könnte eh mal ein bisschen Training verbrauchen. Vielleicht kann sie auch ein bisschen mit der Gitarre anfangen. So, nach dem Motto so, ihr seid fett. Geht mal joggen. Sonst kommt noch jemand und wird euch mobben. Perfekt, ne? Ich könnte Liederschreiber werden. Ja. Gnome werden erstellt. Auch schön. So, wir schauen uns erstmal die Leute da an, mit wem wir uns abgeben würden. Wer sich für uns freuen darf, dass er mit uns reden darf. Christian Bach. Elisa Pancakes. Ja, die hört sich schon alles, was sie zu Sport nötig haben. Nancy Landgrab. Wer ist das da? Schwarz Johnny. Alex Peters. Patrick Löhr. Der gute Don Lotario oder Lotario und die Charlotte Hilgers. Da gibt es aber noch ein Obergeschoss, sehe ich gerade. Und da ist niemand, aber mal wieder eine Bar. Sehr schön. Ich würde auch am liebsten mit ihr laufen gehen, aber das gibt's nicht. Also muss ich ihr mal so ein bisschen Gewichte stemmen. Komm, trainierst du da dran? Die will sich gerade eh selbst bewundern. Nee, jemand ein Kompliment macht. Ich dachte so, sie will den Spiegel sich selbst ansehen. Hätte sich auch gekonnt. Du kannst einfach gar nichts. Kann das sein? Du kannst einfach gar nichts, Nele. Gar nichts. Du bist so nicht zu gebrauchen. Aber sie finden eine lockere Unterhaltung mittlerweile. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Mit Nancy will sie auf jeden Fall plaudern. Das hat sie sich selbst ausgesucht, da habe ich nichts mehr zu tun. Also lassen wir sie noch ein bisschen trainieren und dann mit Nancy plaudern.
Ein angenehmes Gespräch führen Sie, während du ruhig weiter trainieren kannst. Das erlaube ich dir. Was hast du nun schon wieder? Spaß. Spaß, macht Spaß, bla bla bla, Fernsehen, Videospiel, Sachen. Macht es dir nicht Spaß, hier mit ihr zu reden? Mehr Auswahl, lustig. Star imitieren. Komm. Sally kann jetzt mit anderen Sims über Trainingstechniken reden. Das hat sich doch gelohnt. Und der Spaß geht auch langsam hoch? Nein, er geht weiter runter. War ja fast klar, aber du kannst, guck mal, du kannst hier an die Grenzen trainieren. Nein, das ist meins. Mensch, welcher Fettsack ist da jetzt rangegangen? Kannst du den irgendwie runter? Komm, trainier mal mit ihm zusammen. Oder trainier nicht mit ihm zusammen, sondern irgendwo anders. Auch gut, das hast du dir selbst ausgesucht, haben wir zwar auch zu Hause, aber hey, sich in der Öffentlichkeit zu blamieren ist immer noch besser. Obwohl, sie ist gar nicht mehr so schlecht. Doch, ist sie noch. Ich, tut mir leid, ich nehm's zurück, sie ist trotzdem noch schlecht. Was ist denn die Musik hier übrigens? Mensch, was seid ihr alles für Kleine? Guck mal, die hat gar nichts. Johnny, keine Muskeln, gar nichts. Hier oben sind auch ein paar Leute. Hier ist eine Toilette. Da ist der Christian Bach und der Don Lotario wieder. Und hier ist eine Bar ohne alles. Oder ist es eine Bar? Hat die Alkohol? Das ist keine Bar! Da ist nicht mal Alkohol vertreten. Aber wir können fremden Männern, die stinken, beim Duschen zu sehen. Und gleich machen sie wieder irgendwelchen Sport. Auch gut. Habe ich nichts dagegen. Sollen sie machen, wie sie wollen. Können sie ruhig machen. Und du möchtest... Du hast ein gutes Training, das erfreut dich. Und Pop hören. Ja, das kannst du auch machen. Sie wird besser. Oh, immer wenn ich das sage, wird sie wieder schlechter. Das ist genau mit den Sachen, die kaputt gegangen sind. Ich darf einfach nichts mehr sagen. So einfach ist es. Schaffst du's? Komm, du wirst so eine richtig heiße Kickboxerin machen wir dich. Und oh, jetzt geht's dir schon nicht gut, weil du stinkst. Guck mal, kein Ding. Du kannst aufhören mit dem Kopf zu wippen, denn du kannst hier auch duschen gehen. Woo! Geh duschen. Obwohl, da ist gerade wieder anders drin. Geh hier duschen. Oder geh doch da duschen. Ist ja eigentlich egal, wo du duschst. Hauptsache, du fühlst dich nicht so von mir in den Stich gelassen. Ach, guck mal, die kennen wir ja. Die Bella Landgraf. Mit der... Nee, Bella Kruse. Mit der wollten wir uns schon öfter prügeln. Jetzt sind wir halt damit ihr irgendwann befreundet. Wäre auch gut. Wir können ja... freundliche Sachen machen, wie Kompliment über Outfit machen. Das ist doch mal was. Das ist doch was Nettes. Sowas können wir machen. Ich dachte schon, da bleiben jetzt die Pixel erhalten. Nee, nicht nochmal duschen. Du musst doch jetzt nicht zweimal... Oh, das... Oh. Dieses Mädel macht nie, was ich von ihr verlange. Sie macht immer irgendwas falsch. Jetzt bist du halt beschämt, ist auch egal. Hauptsache, wir reden mal mit ein paar Leuten. Könnt ihr schmeicheln? Was möchte sie hier? Freundschaft schließen. Klick auf ein Zimmer und führe freundliche oder lustige Sozialaktionen aus, um Beziehungen zu verbessern. Ja, machen wir das mal. Freundliche schmeicheln. Freundliche Tag verschönern. Mehr Auswahl, freundliche Komplimente über Outfit machen, das hört sie sicherlich auch dreimal gerne. Und kennenlernen. Können wir noch was Lustiges machen, und zwar ein Star imitieren. So, führ die Aktion mal durch, dann haben wir schon wieder eine neue Freundin. Yay, Freundschaft. Freunde sind das A und O im Leben. Sind wir Freunde? Was? Förderung zu Kleinkriminellen. Wann ist sie denn arbeiten gewesen? Warum sind wir nicht... Wir haben frei. Ach. Ich dachte eben schon. Emma wurde befördert und ist jetzt Kleinkriminelle. Sie verdient jetzt $4 mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 13 pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 465 und Spionenabzeichen. Ihre nächste Schicht beginnt am Donnerstag. Gut. Ja, muss sie gleich schon wieder hin. Das ist nicht so schön, aber... Ja, dafür haben wir es fast geschafft, ne? Verabschiede dich mal von ihr. Denn wir gehen jetzt nach Hause. Wir gratulieren deiner Schwester zum ihren Erfolg. So, reisen. Schaffst du, komm, wir schaffen das. Los, nach Hause.
ab nach Hause. Nichts ist so schön wie zu Hause. Nirgends ist es so schön wie zu Hause. Es gab ja diese Doris da, oder... Wie heißt die? Wie diese eine Vogelscheuche und so. Da musste sie auch mit den Schuhen aneinander klappen. Keine Ahnung. Jedenfalls fahren wir jetzt nach Hause. Keine Ahnung, ich glaube, die läuft eh die ganzen Strecken auch und sie läuft auch in einen anderen Ort. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Ich bin auch schon oft 3 Kilometer in den nächsten Ort gelaufen, einfach um an die Tankstelle zu gehen, weil meine Freundin noch einen Energy Twink wollte. Dann haben wir festgestellt, dass es schon nach 22 Uhr war und die scheiß Tankstelle natürlich nicht mehr auf hat, weil sie auf einem Dorf ist. Also sind wir dann auch schön zurückgelaufen und es war dunkel. Wir mussten durch den Wald. Das mag ich immer nicht. Jemanden Unsicherheit mitteilen. Komm, deine Schwester versteht sowas, auch wenn sie gerade schläft. Die wecken wir extra dafür noch auf. Also schon in Ordnung, Schwester machen sowas. Und jetzt möchtest du nicht mehr die Unsicherheit mitteilen. Ja, darfst du dich mal beim Fernseher beschweren, komm. Er ist halt nicht der Größte. Beschämt? Vor allem verstecken. Komm, dann versteck dich halt. Ist okay. Jetzt will sie sich nicht mehr verstecken. Oh, dieses Mädel macht mich wahnsinnig. Aber das war's auch für diese Sim-Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao und vergesst mir nicht, Sims zu erstellen. Nein, vergesst das nicht.